So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge mit dem Mario Maker. Ich denke, wir werden in der Folge erstmal wieder einen kleinen No-Skip-Schwer-Dings spielen. Aber diesmal auch wirklich nur einmal, bis es halt nicht mehr geht. Und dann noch ein paar Level von Sonne. Da ist ja noch einiges übrig, beziehungsweise sie hat sie hochgeladen, Joris hat sie gebaut, ne? Deswegen, ja, denke ich, das ist so ein ganz guter Vorgang. Nee, geh gleich weg. Hier, weg. So. Wir gehen gleich rein. Wir gucken mal, was passiert. Aber wie gesagt, ich werde es No-Skip spielen, das heißt, ich werde natürlich nicht meinen Rekord da oben brechen. Der Rekord ist, glaube ich, ohne No-Skip entstanden, die 14. Bin mir nicht mehr sicher, ich weiß es nicht, ob das ein No-Skip-Rekord ist oder nicht. Keine Ahnung. I wanna kill the Camilla 3 Boss 3. Alles klar. Dann machen wir das doch. Warum Camilla? Was? Heißen die Camilla in irgendeinem Land? Nee, das ist Japan. Na, ist egal. So, wir haben hier jedenfalls schon mal Yoshi. Wir haben hier eine Tür. Durch die Tür können. Ja, okay, durch die Tür können wir auch einfach durchgehen. Das ist jetzt nicht so gut. Ja. Okay, ja, wenn man nicht vorbereitet ist, was kommt, dann ist das ein bisschen kritisch, ne? Ah, da sind ja schon mal zwei der vier Kamex. So. Hat gut funktioniert. Das war nicht so gut. Komm hier hinterher. Okay. Wir sind safe. Alles gut. Alles gut. Wir sind safe. So. Jetzt ist die goldene Frage. Ach, da oben ist gar nichts. Ja, dann ist keine goldene Frage mehr. Dann geht's hier rein. Okay, sehr gut. Das war weniger gut, aber wenn ich dem aus... Oh mein Gott! Okay. Noch stellen wir uns nicht so gut an. Na? Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. So. Nein. Oh Gott, ich muss schon wieder darunter. Ah. Vorhin habe ich es geschafft, aber jetzt bin ich wieder. Jetzt komme ich wieder an den Punkt, wo ich. Oh mein Gott. Wo ich es kritisch finde. So. Nein. Na, oh mein Gott. Alter, ich sehe die Hämmer auch überhaupt nicht. Holy moly. Gespannt, ob wir Leben in dem Level kriegen, aber ich fürchte nicht. Sehr gut. Nein! Nein. Ach, komm schon. Ja, darauf habe ich gewartet. Ah, genau darauf habe ich gewartet. Nächster Versuch. So, zack. Ja, jetzt haben wir hier, jetzt haben wir hier. Das Problem ist aber, ja. Also Mädchen wird hier kein Yoshi bekommen, ne?
Nein. Alter, wie soll man das, Alter? Wie soll man das denn machen? Es muss ja gehen, aber wie? Hilfe. Ich frage mich, ob irgendwo, guck mal, ob in dem Raum zum Beispiel irgendwo ein Power-Up versteckt ist, ne? Wozu ist dieser Raum hier da? Na gut. Nein, gleich runter. Och, nee. Wieso kriege ich das hier nicht mehr hin jetzt? Oh, Bruder. Ja, durch. Nein. Oh, jetzt bin ich ohne Yoshi durch. Das ist nicht so gut. Aber ich komme hier... Ja gut, mit Yoshi hätte ich die erledigen können, ne? Oh, Bruder. Ach, komm. Gut, also ich muss mit Yoshi da durch. Eieiei. Na komm mal mit, Kollege. Okay. Gleich wieder alle treffen. Ja. Nicht hier getroffen werden. Sehr gut. Fortschritt. Sehr schön. Jetzt dürfte das doch nicht mehr schief gehen hier eigentlich. So. Ja, und jetzt kann ich Yoshi nicht mehr mitnehmen. Ne? Jetzt muss ich sozusagen... Ja, ich kann... Ich wüsste nicht, wie ich den jetzt mitnehmen kann, ne? Das... Ich glaube, jetzt ist Yoshi hier vorbei. Was passiert da? Was muss ich da tun? Ich habe den Raum noch überhaupt nicht verstanden. Ah, aber es ist auf jeden Fall nicht vorbei. Das ist nicht so gut. Sehr gut. Na, durch hier. Aber ich kann Yoshi auf keinen Fall mehr mitnehmen, ne? Ich wüsste nicht, wie ich den da rüber bekomme. Wieso kann man hier eigentlich wieder zurück? Ich wüsste nicht, wie ich den da wieder rüber bekomme. Ja, dann gucken wir uns halt mal diesen tollen Raum hier an, wa? So. Boah, jetzt kommt da von oben, Alter. Ich glaube, das ist so ein Aushalteraum. Ich glaube, man muss hier einfach überleben. Aber dafür muss man den Raum halt erstmal kennen. Das ist das Problem. Dafür muss man den Raum halt erstmal kennen. So. Sehr gut. Mann, wir kommen jetzt ja immerhin schon mal bis hierhin, ne? Ups.
Sehr gut. Wir kommen jetzt immerhin schon mal bis hierhin wieder. Man spürt ja auch hier wieder diesen Fortschritt, der einem aber halt nichts bringt. Wenn man dann hier jetzt versagt wieder. Also was ist da passiert? Das Ding kam irgendwie von oben runter oder so. Hier da. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, sollte. Okay. Wo ist die Tür? Da unten ist eine Tür. Okay, okay. Wie soll ich jetzt in diese Tür noch reinkommen? Bruder. Wie soll ich jetzt... Hallo? Wie soll ich das denn timen? Alter, jetzt kommen die gleich wieder alle runter, ne? Ja. Oh, ist das fies. Oh, Bruder. Haben wir es jetzt, bitte? Ist das jetzt ein wichtiger Zwischenraum oder was? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, ne? Oh, nee. Ich glaube, wir brechen an der Stelle einfach ab. Was ein Quatsch. So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Runde Mario Maker. Wir starten wieder mal mit einem schwer No-Skip One und je nachdem, wie viel Zeit da noch in dem Video ist, machen wir noch ein paar Level aus meiner Liste. Ich denke am ehesten Level von Sonne bzw. Joris. Die gehen immer ganz gut. Aber jetzt gucken wir erstmal hier in den Endlos-Run rein. So. Was haben wir denn hier? Easy going. Oh, das klingt doch schön. Ach du Schande. Immerhin kein Zeitdruck, aber easy go. Ja, das wird interessant. Es klang schön, dann kam das hier. Ich glaube, es müsste ja gehen. Man muss eigentlich einfach runterrutschen können. Ach, Bruder. Fies wär's nur, wenn hier irgendwo ein Item versteckt wäre, um es sich einfach zu machen. Aber ich glaube, hier ist kein Item versteckt, ne? Ich glaube, man muss das schon einfach durchschaffen. Ha. Sag mal. Großartiges Level, um zu starten, tatsächlich. Wirklich. Ich bin begeistert. Ich bin richtig begeistert. Geht das über... Das muss gehen, oder? Das muss gehen. Oh no! Ist das Pixel perfect?
da gibt es hier einen Trick. Guck mal, das... Wenn ich jetzt halt wieder wüsste, ob es geht oder nicht, ne? Das ist das Ding. Konnte man auf die Dinger Spin jumpen? Ja. Okay, vielleicht kann ich so den Moment erwischen. Ja, irgendwie kann ich das nicht. Guck mal, ich erwisch nicht mal. Guck mal, ich schaff's nicht mal darunter. Irgendwas ist doch hier nicht richtig. Irgendwas ist doch hier nicht richtig, sag mal. Aber hier ist, ich habe jetzt, ich meine, ich habe noch nicht alles abgeguckt, aber ich habe schon ziemlich viel abgeguckt. Ich wüsste nicht. Ah, Bruder. Ich glaube, es ist wirklich so knapp. Ich glaube, es ist wirklich so knapp, wie wir es gerade gesehen haben. Ja, wir probieren einfach ein paar Stampfattacken. Bevor ich da jetzt lange rumtue. Ah, das ist halt echt. Also das ist das blödste Level, mit dem man hätte starten können. Oder starten wir gleich neu? Aber ich meine, ich muss ja sowas trotzdem können, wenn sowas öfter vorkommt. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, hier, ich drücke mich davor. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Kann ja mal so ganz vorsichtig nach drüben. Aber guck mal, da, an der Stelle, wo er sozusagen hier eigentlich runterrutschen würde, da geht er einfach nicht runter. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas spielt. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas spielt. Ist es einfach ein bisschen Glück so? Kann man das gut timen? Aber es ist ja nicht bei super schwer. Also es müsste ja eigentlich, ne? Eigentlich im Bereich des Machbaren sein, wenn es bei schwer gelandet ist. Aber ich sehe nicht wie. Ich sehe absolut nicht wie. Ja, wir werden es auch, glaube ich, nicht mehr lernen heute. So, hallo, ich begrüße euch bei einer Runde Mario Maker. Ich habe gerade schon eine Aufnahme gestartet, aber ich bin jetzt gefühlt 6 Minuten waren es, glaube ich, oder so, keine Ahnung, in diesem Level hier. Also ich spiele einen endlos No-Skip-Hard-One und also keine Ahnung, wie man so ein Level hier schaffen soll. Ich habe jetzt schon alles Mögliche probiert, aber ich weiß nicht, wie man da durchkommt. Und jetzt habe ich gedacht, ey, bevor ihr jetzt mir hier 6 Minuten zuguckt, zeige ich euch einfach das Ende von diesem
wunderbaren von diesem wunderbaren One. Ja, dass ich es halt nicht schaffe. Und wir starten einfach direkt den nächsten. Also, keine Ahnung, wie so ein Level funktioniert. Ob man da Glück hat, ob man da Glück haben muss, da durchzukommen. Ob da irgendwo ein verstecktes Power-Up gewesen ist. Ich weiß es nicht. Wir gehen jedenfalls neu rein. Und gucken, was passiert. So, machen wir's. Ein Speedrun, 20 Sekunden. Das klingt doch jetzt erstmal machbar. Okay, muss ich halt erstmal lernen, was hier zu tun ist. Oh ne, oh Gott. Da muss ich das an der Stelle dann loslassen. Oh boy. Ach, Bruder. Ja, das war es jetzt an der Stelle schon auch. Ja. Oh, da muss ich an der Stelle, muss ich es entweder loslassen oder... Das wird ja sehr interessant. Ja. Oh, scheiße. Oh Gott, das kann ich nicht. Was für Sachen landen denn mittlerweile bei schwer? Ja, Bruder. Kann ich es noch irgendwie retten? Ja, so nicht. Boah, Alter. Was für Sachen landen denn mittlerweile bei schwer? Es ist ja unfassbar. Ach, jetzt kriege ich nicht mal das mehr hin. Mein Gott, ey. Kann ich nicht normale, spielbare Level bekommen? Guck mal, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Schmeiß ich's weg, drücke ich nach unten, was soll ich tun? Normalerweise ist dieses Symbol so, du sollst nach unten drücken an der Stelle, ne? Aber wenn ich es nur loslasse, lande ich nicht automatisch da drauf dann. Ach, jetzt. Ja, guck mal, dann falle ich viel weiter. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe keine Ahnung, wie ich das spielen soll. Ach, Leute. Komm, wir starten einfach nochmal von vorne. Das ist mir zu blöd hier. Kann doch nicht sein, dass direkt das erste Level schon Schmutz ist. Das ist ein Levelname. Er existiert. Ich dachte, ich bin eine Katze. Ja, ich muss oben drauf springen. Klar. Ich kann ja nur als Katze an dem Netz klettern. Bruder! Okay.
Warum ist das hier? Warum ist jetzt schon hier so Zeug? Und warum bin ich schon wieder zu unfähig, da hochzukommen? Okay. Kann ich der Tür trauen? Dann weiß ich ja nicht mal, ob der Rest des Levels spielbar gewesen wäre oder nicht, aber wenn es hier schon einen Death-Exit gibt, na? Auch einen der billigsten, also einen der billigsten Death-Exits überhaupt. Aber hey. Wir brauchen uns den Rest des Levels gar nicht angucken, weil, wie gesagt, wir wissen ja nicht mal, ob es spielbar gewesen wäre. Vermutlich nicht. Schmutzlevel. Da. Aber immerhin, hey, ein Level geschafft. Juhu. Bumping in the Sky. Okay, das ist ein vertikales Level. Okay. Sieht ja erstmal noch in Ordnung aus. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Ach so, okay, das war das Intro. Jetzt kommt das eigentliche Level. Okay. Aber ich brauche den ja gar nicht, merke ich gerade. Brauche ich das Ding da oben? Ja, doch, das hätte ich schon gerne. So. Okay. Oh, nee. Schlecht. Okay. Wie gesagt, bisher sieht das Level eigentlich ganz interessant aus. Ja, wir kriegen auch schön Münzen, was Leben bedeutet. Oh boy. Okay, da muss ich den wieder drücken. Aber das kann ich auch auf dem Rückweg einmal machen. Ah! Ey, zum Glück sind hier unten keine Stacheln und man darf nochmal. Also sehr freundlich gebaut im Vergleich zu den Leveln, die wir vorhin gespielt haben. Aber imagine, jedes Mal runterfallen hier würde Tod bedeuten, ne? Das wäre dann halt so die Hard-Variante. Ah, nein! Ich hab's befürchtet. Das wäre dann so die Hard-Variante. Ah... Ja, okay, jetzt haben wir den umgestellt, aber jetzt muss ich den wieder zurück umstellen. Okay. Nein, nein. Oh. Ach, Bruder. Ich krieg's nicht hin. Oh, nee, das wäre der Treffer gewesen.
Ah, Mann. Jetzt. Jetzt nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nice. Ah, Checkpoint, sehr gut. Wichtig und richtig. Krieg ich wieder einen Pilz wahrscheinlich? Ja, sehr gut. Den holen wir uns. Puh. Aber jetzt, wenn ich runterfalle, knall ich auf die Munchies. Warte mal, das kann ich überspringen. Oder? Ja, sehr gut. Ach du Scheiße. Ach nee, wir hatten's doch. Nein. Oh, Bruder. Okay. Ach, komm schon. Okay, so. Wie? Ah, doch so. Oh, jetzt muss ich da so rum hoch. Okay. Eieieiei. Schön Münzen sammeln für die Leben. Okay. Und da rüber. Na toll, jetzt muss ich den auslösen und wieder zurück, weil ich jetzt ja nicht da hochkomme, ohne den auszulösen, oder? Ja, komm schon. Nein, 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 was tue ich? Okay, so. Neuer Versuch. Nein. Nein, 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 nein. Oh, nee. Oh, das ist wie getting over it. Mann. Aber es ist immer ein Spiel. Och, leck mich doch. Jetzt bin ich ganz unten. Ein spielbares Level. Geht das als Kleiner trotzdem noch? Ja. Oh, man. Aber die Zeit wird mir gleich ins Gesicht springen auch. Ja. Wie gesagt. So. Vielleicht schaffen wir es ja mal hier mehr zu sehen von dem, was hier kommt. Bruder. Oh, was zur Hölle. Ja, jetzt muss ich warten den ganzen Ort. Nee, jetzt muss ich warten, bis die wiederkommt. Das ist zeitlich jetzt nicht so gut. Ja, wir werden gleich zeitlich hier einen Abflug machen. Echt, Mann, und sobald ich da runterknalle, muss ich jedes Mal warten, bis die wieder... Das ist doch scheiße. Oh, nee. Ja, ich hab mir noch überlegt, will ich das oder will ich das nicht, aber ich will den Pilz. Ich muss den Pilz haben. Thank you.
Ja. Ja, es hat einmal geklappt. Einmal. Und jetzt ist wieder vorbei. Ja, jetzt haben wir die drei Leben voll. Hurra. Okay, wir sind wieder oben. Ach, komm schon. Es ist so schwierig zu steuern mit diesen Dingern. So. Okay. So, please lass mich gleich nach oben. Gut. Jetzt haben wir theoretisch auch einen Treffer frei. Ja. Schön aushalten, schön aus... Hä? Oh mein Gott, ist das fies. Ich habe nicht mal den Knopf gedrückt. Ich muss da wirklich mittig bleiben, weil ich sonst zu hoch komme. Oh Gott. Weil ich sonst zu hoch komme. Oh, das ist nicht gut. Ach, das ist... Oh Gott, ist das nicht gut. Hilfe. Oh nee, der Treffer war... Ach nee. Ach, komm schon. Vor allem, da wird ja nicht Schluss sein. Das wird ja nicht die letzte Challenge jetzt sein. Ach, das ist ja... Oh Gott. Das geht nicht gut, Leute. Das geht nicht gut hier mit uns. Ja. Ich sehe da... Ah, oh, nee. Ich sehe mich nicht in dem Level. Das wird nichts mehr. Bis hierher war alles spielbar, aber jetzt wird es halt echt kritisch. Oh, nee, Mann. Und dann jedes Mal war... Oh, das ist gar nichts für mich. Oh. Jetzt falle ich schon... Oh. Nee, das ist für mein Nervenkostüm nicht gut. Ich kann sowas nicht spielen. Ich kann... mit jedem Mal wird's schlimmer. Mit jedem Mal wird's schlimmer. Jeder Durchgang ist schlimmer. Ey, das kann doch nicht wahr sein.
Schaut euch da. Ich schaffe es nicht mehr, auf der Mitte zu landen. Dieser eine Treffer da oben, als der Pilz weggegangen ist, der hat mich so aus der Bahn geworfen. Alter, ist das nervig. Oh, nee. Und dann da oben aushalten auf dem Ding. Bruder. Und wir müssen wieder warten. Wie lange sind wir schon in dem Level jetzt drin? Sieht man gar nicht nach. Nein. Oh Gott. Ich will ja auch gar nicht wissen, was noch kommt. Also wenn das schon jetzt hier kommt, wenn so eine Stelle jetzt schon kommt, ne? Wie das dann noch weit. Wie das dann noch weitergehen soll. Ich hab keinen Nerv mehr. Es tut mir leid. Nö.